Hallo und willkommen zu WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du zum zweiten Teil meines Borgward-Seminar-Videos reingeklickt hast. Im ersten Teil, den ich euch ganz am Ende des Videos übrigens verlinke, da seht ihr, wie ich das Werk zerlegt habe. Ich war überrascht, wie relativ wenig Teile doch in dem Uhrwerk letztendlich verbaut worden, aber selbst diese wenigen Teile werde ich ohne Hilfe garantiert nicht in der richtigen Reihenfolge wieder zusammenbauen können und deshalb bin ich ausgesprochen froh, hier professionelle Unterstützung zu haben und nicht mit diesem Haufen Kleinteile allein zu sein. Bevor wir jetzt anfangen, da wir jetzt saubere Teile haben, brauchen wir die Kondome. Ja, das ist mittlere Größe, ich hoffe, die passen jedem. Das L. Welche Finger? Egal welche. Bei mir ist es so, ich bin Rechtshänder, ich arbeite mit der rechten Hand mit der Pinzette. Das heißt, ich tue die an der linken Hand, an Daumen, Zeige und Mittelfinger, weil mit den Fingern greift man eigentlich zu. Und in der anderen Hand halte ich ja das Werkzeug. So, jetzt kommt diese kleine Platine, die schön geschliffene. Jetzt möglichst vorsichtig, dass man keine Kratzer macht. Also am besten so durch das Loch greifen. Okay. So, es liegt drauf. Ob es richtig liegt, weiß ich nicht. Welche Schrauben sind das? Das sind die. Von denen 1, 2, 3, 4, 6 Schrauben da sind. Das dreht sich nicht, wie ich das gerade richtig gefühlt habe. Blauen, ja. Doch. Passt. Tja. Das ist schon peinlich. Die Schrauben hier. Reindrehen und vorsichtig anziehen und zwischen. Zwei Stück? Ja. Okay. Und zwischendurch immer ausprobieren, ob es sich noch dreht. Wieder, ja. Genau. Schrauben, da kommen zwei rein. Zwei. Ja, genau. Und erst leicht anziehen, dann nochmal ausprobieren, ob es sich dreht. Ja. Und dann handwarm anziehen. Nach fest kommt ab. Dann brauchen wir die Bohrmaschine zum Ausbohren und das Gewinde reinschneiden. Ja, dann können wir also mal sehen, ob wir Frühstück bestellen. Ich sollte meine auch zusammenbauen, ne? Das ist parallel. Lieber Herbert. Oh! Sind wir gleich hier, 5 Minuten, sind wir fertig. Ja! So, wenn das Räderwerk sich so dreht, die beiden Schrauben drin sind, dann kann man das Federhaus nehmen. Mit der Loch in der Achse nach oben. Das war das dicke Federhaus. Mit dem Loch in der Achse nach oben. Den doch in einem. Ja, hier. Ja, alles klar. Ja. Das ist ja einmal hinten ist zu. Der Nupsel, der raussteht. Kann man gerade hier so reinfallen lassen. Unter das Minutenrad. Unten runter. Ja. Ah ja, genau, dreht sich sogar. Und jetzt können wir schon mal unseren Ölgeber nehmen. Wir haben hier so eine kleine silberne Schraube. An der Schraube ein bisschen fest dran machen. Oben drauf in den Schlitz oder nee, unten? Nee, seitlich dran, hier. Seitlich dran, alles klar. Seitlich dran und jetzt. So, ein Fett war das Gelbe. Das steht doch raus, das Ding. Da seitlich dran, ja, ja. Noch steht's raus. Okay, ja, okay. Weil das ist ein Problem von diesem Unitas-Werk allgemein. Die Schraube hält die Aufzugwelle drin. So. Und dieser dieses Nichts reicht. Ja, ja, einfach das ein bisschen. Und jetzt kommt die große Platine. Die kommt jetzt, der Stein, dieser rote, fast praktisch im Zentrum, das Rad. Und damit 3 Schrauben festmachen. Das sieht doch gut aus. Anders komplett auch das hier. Ah,
Das hier muss hier dran. Nee, ganz klein Schraube. Schraube hat noch gefehlt. So, und jetzt hier eins, zwei, drei Schrauben. Und das sind, genau die. Ich habe jetzt noch vier Schrauben, die ähnlich aussehen. Es müssten sechs sein, dann passt das hier. Und dann sollte sich immer noch alles drehen. Wenn nichts mehr dreht, geht dann immer wenigstens zweimal am Tag richtig. So. Batterien wechseln. Dafür braucht man nicht so viel zu wissen. Hast du mehr Fussel in der Uhr als alles andere, wenn du das machst? Da gibt es also schon wilde Geschichten mit diesen Batteriewechseln. Ja? Ja. Hey, dreht sich. Es ist total faszinierend zu sehen, wenn die ersten Teile zusammengebaut sind und tatsächlich sich auch die Räder wieder drehen und man die ersten Funktionen erkennt. Das ist unbeschreiblich schön. So, jetzt können wir diese Hülse hier. Die kommt hier über diesen Stutzen in der kleinen Ausdrehung. Was so aussieht wie ein Mini-Schlüsselring? Ja, also so ein kleine Stahlhülse ist das. Die kommt über den Stutzen in der kleineren Ausdrehung und seitlich kommt ein bisschen Fett dran. Und Fett war das Gelbe, die Butter jetzt. Ne, einen Tropfen seitlich dran, der Rest verteilt sich. Ich muss ganz ehrlich sagen, bisher fand ich es interessant, jetzt fängt es an geil zu werden. So, wenn die Hülse drauf ist, dann kommt das kleinere Stahlzahnrad. Das hat eine schöne Seite mit einem Schliff und eine ohne Schliff. Drauf. Ja, dieses kleine Rad. Und mit der schönen Seite nach oben. Na, da ist auch so eine Ausdrehung für die Schraube. Die hier, ne? Ja, das. Mhm. In diese kleine Ausdrehung, wo wir gerade die Hülse eingelegt haben. Und wird dann mit der Linksgewindeschraube gehalten. Das kommt das wieder. Das ist die mit dem großen Kopf und dem etwas dickeren kurzen Gewinde. Und dabei mal an der Krone drehen, dass das Zahnrad im Eingriff ist. Ja, dreht sich. Super schön. Jetzt haben wir diese schöne Feder. Mhm. Yep. Mit zwei Armen. Die Runde. Dieses komische, hässliche, ja, ganz feine Ding. Genau. Und die kommt in dieser ganz kleinen Ausdrehung hier rein. Muss man die auf Spannung da? Nee, einfach reinlegen, die ist ohne Sparspannung drin. Ja, jetzt passt, glaube ich. Ich glaube, so passt. Ist wahrscheinlich eine unglaublich blöde Frage, aber was ist die Funktion dieser Feder? Den Hebel wieder zurückzudrücken beim Aufziehen, dass der sperrt. Mhm. Ah. Und zwar jetzt kommt der Hebel. Ich bin noch an der Feder, aber die okay. Bewegen mich nicht so. Der hast du ja früher gar nicht mehr getragen, ne? Der hat hinten so eine Einkerbung. Soll ich mal gucken? Ne? Und die Einkerbung ist dann so, dass der Arm von der Feder da drin liegt, der jetzt hochsteht. So, und jetzt dieser Arm. Diesen Hebel. Der hat ja hinten so einen Einschnitt. Ach, der hier. Nur andersrum mit dem kurzen Teil nach da. Genau, so. In dem Einschnitt muss dann die Feder. Oh, das habe ich nicht gesehen. Das glaube ich könnte sein. Und wird mit der Schraube hier. Ich sehe sicher, das ist echt schwierig. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich bin gerade mächtig stolz, dass das Ding zusammenwächst, ohne wie moderne Kunst auszusehen. So, und jetzt holen wir uns immer einen Tropfen Öl und gehen. Hier haben wir ja die vier roten Steine, immer in diese Kante rein,
wo die Stahlwelle aus dem roten Stein rausguckt, in diese Kante rein. Ob ich das noch größer machen kann? Gelb ist Butter, Öl ist Blau. Ja, ich praktisch hier in diese Kante, also wenn man mit der Lupe guckt, kann man sehen, wo die Stahlwelle im Zentrum rauskommt. Mhm. Und in diese Kante, wo die Blau. Stahlwelle an dem Stein, da ein Tropfen von dem blauen Öl rein. Dann kann man normal auch sehen, wie der dann einmal drumherum fließt. Okay. Ja. So, ich hoffe, dass das richtig und gut war. In einigen Jahren weiß ich schon, ob die Lager trocken sind. Jetzt kommt noch ein Tropfen. Da, wo unser Federkern rauskommt, in den Spalt. Da rein. Genau in die Federkern. Nicht innen rein, sondern da rein. Ah, also innen rein kommt nachher unsere Schraube. Okay. Und auch wieder das Blaue. Auch das Blaue. Guck, das ist auch schon ein Symbol dafür, oder? Tröpfchen-Symbol hier. Ja. So, Jürgen hat hier gerade so schöne Sperrräder verteilt. Und wenn man sich das da anguckt, das hat so ein Langloch. So ein ovales Langloch. Ja. Und der Federkern ist entsprechend. Das heißt, es muss in der Position dann entsprechend drauf, gleichzeitig hier eingreifen und hier an dem Sperrkegel. Also nochmal, das ist das längliche. Das ist das längliche. Dann festgemacht dann mit der blauen Schraube mit dem großen Kopf. Ah, jetzt sehe ich es auch wieder. Eben haben wir es. Mit der dicken blauen. Ja. Genau, mein Finger ein bisschen da drauf. Ist es drin, da ist es drin, drehen. Da ist es drin. Und in der Krone drehen. Und gleichzeitig mit dem Finger auf den Rad pushen, dass es unten bleibt. Dreht sich. Die dicke blaue habe ich nur noch eine, kann nur diese sein. Die dicke blaue habe ich noch. Für die Schraube festzuziehen, kann man auch mit dem Finger auf dem Rad drauf drücken, weil das ab einem gewissen Drehmoment dreht sich das mit. Einfach mit dem Fingerling drauf drücken. Komm, du Saustück, echt, ey. Hat alles geklappt bisher. Ja, die wehrt sich, ne? Da ist das Werkzeug nicht magnetisch. Bist du nicht willig? Das wär's. Bist du nicht willig, dann nehme ich Rodicchio. Bist du nicht willig, dann nehme ich Rodicchio. Wenn jetzt auf, einmal jetzt aufziehen, müsste das Räderwerk ablaufen. Jep. Also es dreht sich alles, fast alles. Das ist auch immer ein gutes Zeichen, wenn man mit dem Schwung ein bisschen aufgezogen hat, dass das zum Schluss nochmal wieder ein kleines Stück rückwärts läuft. Mhm, okay. Jep. Das ist einfach durch den Schwung von der Feder, läuft das nochmal so ein Stück zurück, dann weiß man eigentlich, dass eigentlich von der Mechanik her das meiste in Ordnung ist. Ja, der Anker, muss ich zugeben, ist ein bisschen kritisch. Tricky. Und dann dieses Teil, was in sich wobbelt und bewegt. Wobbelt, ja genau, das, von dem habe ich schon die ganze Zeit ausgezeigt. Das geht einfacher, das ist kein Problem. Stellen wir mal rein. Da ist ja ein so ein roten Stein am Rand von den Ankerrazellen, kann man das sehen? Der liegt aber nur drin, ne? Ja, weil das Gegenlager kommt ja dann von oben in der Welt. Erstmal nur so vorsichtig reinlegen. Muss die Welle auf den Stein? Ja. Na, die muss doch. Da ist an dem Anker so ein feiner Zapfen. Ja, genau. Das Loch rein. Fixluja. Grob bin ich da, aber das ist noch nicht gerade drin. Oh, das ist echt tricky. Ja, weil der vom Schwerpunkt auch gerne so ein bisschen nach vorne kippt. Ja. Ist nicht wie so ein Rad, was. Ja.
Und der muss richtig unten drin sitzen, sonst habe ich jetzt keine Chance. Und dann kommt die schöne rot vergoldete Platine. Die hat hier praktisch das Gegenlager und kommt dann so rum drauf. Okay. Und dann ist der Anker oben unten geführt. Das ist dann. Muss man selber versuchen? Logisch, selber versuchen. Lager von dem Anker. Ja. Das heißt, die Platine kommt dann so rum drauf. Vorsichtig drauf legen und gucken, dass der Anker sich noch bewegt. So, ich täte mal sagen, dass das jetzt gut ist. Wahrscheinlich ist es nicht gut, sondern. Noch alles. Ja, gut aus. Dann die zwei, die Schrauben, kann man gerade so reinstellen. So, welches dann wieder? Das hier? Ja. So. Okay. Und die andere noch. Ah ja, das ist das soweit, waren wir hier noch nicht. Das obere Lager von dem Anker. Guckst du mal, was hier ist? Lebt er? Er lebt und bewegt sich. Jetzt kommt ja Kraft drauf. Ja. Jetzt kann ich praktisch die Unruhe nachahmen. Wenn ich den leicht antick, die Gabel bewegst. Ja. Leicht die Gabel, ich muss jetzt zum anderen Ende springen. Von selbst. Das ist dann der Kraftimpuls, den die Unruhe wieder kriegt. Leicht antick, der Ruhe gelandet wird, muss der von selbst. Jetzt kommt gleich der große Moment, die Uhr zum Leben zu erwecken. Also erstmal den Anker zum Zentrum stellen. Erstmal rumdrehen. Und dann habe ich gerade festgestellt, dass ich. Ja, ich gehe jetzt noch einen Kaffee trinken, ich kann es noch nicht mehr ansehen. Wenn ich eins verstehen kann, dann das. Mal weg. Aber damit hält es bei mir nicht. Zack. So, und jetzt das Ding. So festhalten, dass man die Perlage nicht. Der Anker muss in der Mitte sein, ne? Ruiniert. Zentrum zeigen. Das springt aber so hin und her. Das nicht nach außen, sondern dann ist dann das so. Oh, da liegt mich das echt. Mhm. Ja. Anker zeigt zum Zentrum. Und schon die erste am Laufen. Nee, die. Nur noch die Selbstgespräche. Rosenmuster zum Zentrum. Jetzt weiß ich noch, warum du gesagt hast, Jürgen, jetzt musst du fotografieren. Und die armen Seelen hier einzufangen. Einzufangen. Dass wir zu Hause ein bisschen mit prahlen könnt. Ich hab doch alles so gut. Und dann immer wieder, das ist ja wie ein Kinderkriegen. Das verstehen die Freunde nicht. Der Zeugungsschmerz ist auch nicht so wichtig. Ja, Zeugungsschmerz, da habe ich auch schon mal gesagt. Ja, aber drehen und nicht so. Ja. Ich mache keine Foto. Ja, ein bisschen anschubsen. Nö. Ja, geht doch. Läuft. Hast du nicht aufgezogen? Nein. No. Keine Energie drin. Nicht aufziehen. Erstmal festmachen.
Das ist noch nicht. Dieses Klo ist noch nicht ganz genau in Position. Okay. Also zurück auf Start. Ja, genau so. Ich hole sie nochmal raus dann, ne? Danke. So rum rein. Ja. Das war einfach der, vorhin der Kloben war noch nicht tief genug eingerastet, da kam die wieder rausgehüpft. Prinzip verstanden, aber nicht hingekriegt. Ja, so würde ich, kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Aber ich glaube, ich bin weiter. Kannst du mal gucken, ob das so richtig ist? Ich habe die Schraube noch nicht drin. Manchmal muss man sie so ein klein bisschen anschubsen, weil man sie vom Klo abhat. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Läuft's! Ah! Das ist wie eine Geburt, ne? Oh, das ist wie Weihnachten und Geburtstag an einem Tag. Du. Ich kann es noch mal rausholen, da war ich gerade für. Für dich alles. mehr als zwei geht eigentlich nicht. Ja, nee, so ein bisschen mehr Emotionen. Wir sind noch nicht überall durch, aber keinen Zeiger gesetzt und nix. Das halt so. Ja, die mache ich drauf. Das sieht sich cool aus. Ja, ich bin zu spät. Die laufen ja alle schon. Ihr freust dich wenigstens. Toll. So, jetzt hast du hier Vorher-Nachher-Vergleich. Wie soll es morgen aussah? Du bläst hier. Ja, da geht es schneller, ja? Das geht der Tag schneller rum. Das ist schon echt cool. So, sind wir schon mal wieder mit dem Werk so weit, wie wir heute Morgen waren, ne? Jetzt müssen wir noch ins Gehäuse rein. Die Hochzeit. Lass mal ablaufen. Ah, die Hochzeit eigentlich die UNO einbauen. Läuft. Ja, und das einfach in dem Moment fängt an, das Werk zu laufen. Das ist auch für Uhrmacher immer so ein Moment, wenn die da okay anschwingt. Ja, das falsch gespielt, oder? Mhm. Interessant, dass man, das Hochzeit, weil eine Mariage ist doch eigentlich. Ja, wenn es Werk ins Gehäuse reinkommt. Ja, also ist eigentlich für Uhrmacher ist eigentlich der schönste Moment nach der Überholung, wenn man einen halben Tag unter seiner Uhr gearbeitet hat, alles sauber gemacht hat. Und dann kommt der Moment, man baut die Innenruhe ein und die Uhr fängt an zu laufen. Okay. Ich finde, die Uhr am Arm zu tragen ist halt schwierig, weil die Krone so weit rauskommt. Wenn man das so macht, dann. Ja, ich glaub auch, dass das Gehäuse sehr unkomfortabel ist. Aber es ist gut belüftet, eigentlich, wenn du das hier so auf dem Arm hast. Ja, schwitzt du nicht runter. Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe noch eine Karte an der. Könnt ihr euch noch dran erinnern, wie alles angefangen hat? Habt ihr keine Bilder gemacht? Habt ihr nicht irgendwie auf einmal? Ich meine, es muss ja theoretisch das erste gewesen sein, was wir rausgeschraubt haben, aber ja. Mir geht gerade komplett die Fantasie ab, wo das hin muss. Das haben sie uns einfach eingetan. Damit ja, das ist das Easter Egg. Jetzt kann man einmal das Werk rumdrehen. Da. Dann gucken wir, ob wir ein Plätzchen finden für das Zahnrad. Ah. Ach, da ist ein Loch. Darf man das dann auflegen, ja? Können wir hier zentral an diese Welle, die da rausguckt, ein bisschen Fett dran machen, seitlich. Ah, Fett war wieder das ist Gelbe. Buttergelb. Und das wir müssen es doch merken. An dem Rubin da? Nee, das, ja, muss oben stehen. Das muss an der Welle, nicht unten an den. An die Wellen. Weil das soll die Zeigerreibung schmieren. Und über diesen Wellenzapfen kann man dann erstmal unser letztes Zahnrad drüber stülpen. Das
hat ja von einer Seite so ein Loch, das kann man da erstmal gerade so drauf stülpen. Erstmal nur ganz lose. Mal gucken, wo ein Loch ist. Ich erinnere mich. Seite her ein Loch. Das haben wir mit der Pinzette abgehebelt. Genau. So, erstmal nur lose draufstülpen. Dann die Krone rausziehen auf Zeigerstellung. Und dann an der Krone drehen und schauen, dass das im Eingriff ist. Dass sich das dreht. Es dreht sich nicht, ist nicht unten. Ja, ein klein bisschen nach unten. Und wenn das dann so im Eingriff ist, einmal mit der Pinzette kräftig nach unten drücken, bis das Klack sagt. Das muss einrasten. Ich darf das machen bei mir, dann hört man das wahrscheinlich. Ja, so ein Geräusch muss da kommen. Oh, ja. Und dann spürt man auch, dass jetzt eine gewisse Reibung da ist. Das kleine Zahnrädchen da. Ja. Das hat ja nur Rohr. An welcher Stelle war das? Ja, im Zentrum drauf. Halleluja. Hast du Öl dran gemacht? Ja, ja. Und jetzt muss so eine Reibung da sein, ne? So, erst nur mit drauflegen und jetzt musst du die Krone nach draußen. Ja, es dreht sich auch mit. Ist auf einer Ebene. Die haben wir aber eben nicht gehabt. Ne, ja, die werden immer einzeln geliefert. Da hätten wir dann noch ein Rad. Feder. Das ist jetzt praktisch das Stundenrad, was auch ins Zentrum kommt. Von daher der Stundenzeiger drauf sitzt, wird auch einfach nur so drauf gestülpt. Das kommt runter als Unterlegscheibe? Nee, das kommt oben drauf, um es gegen das Zifferblatt abzustützen. Und die Hülse kommt nach oben oder nach unten? Nach oben, dass der Zeiger da drauf kommt. Jetzt dreht sich es mit. So, und jetzt nimmst du die Pinzette und drückst es runter, bis es klack macht. Das ist ja sicher nur ein Experte. Tja, wie lange ist es gegangen? Das muss klappen, oder? Ja, jetzt runter. Lose drauf, ohne Einrasten, ohne alles, ne? Vielleicht die Pinzette einfach ein bisschen... Das Stundenrad einfach nur lose drauf, ja, ohne Einrasten, ohne alles. Das andere muss einrasten. Und diese Spreizfeder mit dem Teller in der Mitte noch... Das ist so... Und dann die Pinzette ein bisschen flacher halten und dann so nach unten drücken, wenn es im Eingriff ist. Die Zifferblätter befestigen, das mache ich immer ganz gerne selber, weil ich das freihand mache, damit ich das Zifferblatt nirgendwo abstützen muss. Den kleinen Zeiger mache ich auch noch drauf und den großen macht jeder selber. Mhm. Muss glaube ich auch eh noch ausgesucht werden, ne, welche großen drauf kommen. Was, ja. Also die mit dem blauen Schriftzug kriegt einen roten Zeiger und umgekehrt. Ja. Nee, ich habe einen roten Schriftzug und einen roten Zeiger. Noch gar keinen Zeiger. Unfassbar, ich habe es geschafft, ein Werk zu zerlegen, ich habe es geschafft, es zu veredeln und ich habe es geschafft, es zusammenzubauen. Es ist eine irrsinnig tolle Erfahrung. Ich freue mich wie Bolle darauf, euch zu zeigen, wie aus dem nun fertigen Werk eine vollständige Uhr wird. In einer Woche ist es soweit, beziehungsweise je nachdem, wann ihr das Video anklickt, erscheint das dritte Teilvideo auch im Endscreen. In diesem Sinne, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.